Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Fall Guys mit dem Nick. Hallo. Hallo, wir sind wieder im Fall Guys Hype. Ich weiß nicht, ob ich es Hype nennen kann, Leute. Ich bin erst Level 12. Was bist du, Nick? Ich bin Level 13. Nick ist schon Level 13. Wenn wir es jetzt nicht schlecht anstellen, dann werde ich jetzt auch Level 13. Wir gehen in die erste Runde. Ich habe noch nie gewonnen. Wie sieht's bei dir aus, Nick? Ich auch nicht. Wir sind Loser, Leute. Ich habe 0 Kronen, weil ich mir gerade diese grünen Hände gekauft habe. Ja, ich hab mir den Feen, diesen Feenskin, den weiß-goldenen gekauft. Ich habe auch 0 Kronen. Bei uns läuft's richtig. Torhunger! Oh Gott, Leute, ich hoffe, ich scheiße jetzt nicht komplett rein. Nick, das schaffen wir, oder? Mhm, am Anfang musst du ganz rechts. Und nie ganz rechts gehen, außer beim Anfang. Da musst du ganz rechts gehen. Ja, ich denke, das ist einfach nur, also, man muss sich einfach immer nur überlegen, wenn eins aufgeht. Da muss man da rein. Da muss man einfach. Nein, ich bin zu früh gesprungen. Was ist denn mit mir? Oh Gott, war das knapp. Ey, der hat mich, ey, der Schiebung, der hat mich festgehalten. Hast du das gesehen? Ich bin einer der Ersten. Was ist denn das für einer? Das ist so ein kleiner Ekelhafter. Ja, ich hab's geschafft. Alter Vater. Gott. Lauf. Ja, qualifiziert, locker. Obwohl der mich festgehalten hat. Hättest du sehen müssen. Ich gehe da so meines Weges und denk mir nichts Böses und er grabt mich einfach. Och Gott, der Arme. Der ist da so rumgekullert. Och Gott. Der Arme. Ja. Wo bist du? Wo bist du, kleiner Dino? Da unten bist du? Du bist so süß. Du bist so süß. Oder bist du das überhaupt? Warte. Was? Nee, das warst du gar nicht. Wo bist du denn? Ich bin ganz oben links. Ach, bei mir nicht. Ach, ich hab dich nicht gesehen. Nein. Aber du siehst so süß aus mit deinem Dino. Ja, ich bin so süß. Das bist du. Der Kreisel! Okay. Oh Gott, ich hoffe, da komme ich durch. Wir schaffen das. Irgendwie. Da werde ich immer gemobbt. Ich werde da gefühlt auch immer gemobbt. Aber wir kriegen das hin. Am Anfang muss man ja gemobbt werden. Hey, am Anfang habe ich das Spiel überhaupt nicht hinbekommen. Ne? Da habe ich jedes Mal verloren. Ich habe das Spiel gestern gespielt. Da bin ich als Dritter durchgekommen. Ich bin jetzt gespannt. Wahrscheinlich scheide ich jetzt aus. Ich starte aber als allererster. Warum seid ihr alle schneller als ich? Was ist das für ein Schmutz? Ja, schieb mich! Ja, schieb mich nochmal, bitte! Danke. Nein, ich wollte springen. Hallo. Es bringt dir nur was, wo du bist, bringt dir nur was, wenn du ganz hinten bist. Also, Junge, ich werd halt so schlecht gemobbt. Lauf doch! Oh Gott, habt ihr das gesehen? Ich bin da einfach durch wie eine Gazelle. Nein. Die springen ja! Ich bin die Beste, Alter. Okay, wir probieren das gar nicht, sondern wir gehen hier einfach ganz gechillt dran vorbei und versuchen hier uns einfach... Nein, ich bin gesprungen! Manchmal springe ich zu schnell. Wir gehen jetzt doch da durch, sonst qualifiziere ich mich doch nicht. Nein, ich bin... Ja, wie du da weggekriegt hast. Ja, ach Gott, ich gehe auf die andere Seite, Alter. Ich werde es nicht schaffen. Ja, ich hab's geschafft. Echt also jetzt? Durch die Mitte, ja. Ich bin da mich so rangesneakt. So, jetzt wird's spannend. Bitte! Nicht hinfallen! Spring! Oh Gott. Oh Gott, ich bin da. Ich bin da, ich laufe. Oh Gott, schnell. Nein, jetzt zieht mich einer. Lasst mich doch. Ich hab mich qualifiziert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du's gesehen? Ja. Oh Gott. Ich war direkt hinter dir. Ich bin durch die Mitte durchgesneakt. Ey, das habe ich noch nie geschafft tatsächlich. Ich gehe normalerweise eigentlich immer links rum und schaffe das eigentlich auch immer. Aber jetzt habe ich halt natürlich reingeschissen. Ist natürlich klar, wenn ich aufnehme einmal, verkacke ich das natürlich. Es war klar, ach, guck mal, wie süß ich bin. Wo bist du? Wo bist du denn? Welcher Skin? Ich sehe dich, da unten, links, da winkst du. Ach, du bist so niedlich. Nein, das kann ich nicht. Wirklich, ich bin da lost. Oh mein Gott, Reifenspringen ist so schlimm.
Ich hasse Teamspiele. Ich mag Teamspiele eigentlich echt gerne, nur bei Reifen bin ich halt lost, ne? Da kann man halt nichts tun bei mir. Och, wir sind zumindest blau. Wir sind zumindest nicht gelbes Team. Was hast du denn gegen die Gelben? Ja, die verlieren immer. Lol. Hä? Ja, weil sie Loser sind. Oh nein, ich bin... Oh Gott, oh Gott. Nein, jetzt geh doch weg! Du kleiner, ekelhafter... Ich schaff's nicht! Ach Gott! Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich bin durch den Gelben. Also wir sind die... Also ich bin durch den Golden. Echt? Nee, aber der hat der... Nein, jetzt, wir verlieren. Nee, der hat nicht gezählt. Ich bin durchgesprungen und hab... Mich hat der festgehalten, der Ekel... Aus Gelber. Ich schaff's nicht. Ich bin ein bisschen zu dumm, leider. Wir werden es irgendwie nicht hinbekommen, weil ich... Also bei dem Reifenspiel bin ich lost. Und es gibt dann auch schon ständig Leute, die dich irgendwie festhalten, ne? Hä? Warum kann ich nicht sehen? Ich kann nichts mehr sehen. Hilfe. Oh Mann, ich krieg überhaupt keinen einzigen. Jo, wir haben verloren. Wir sind... Ach Mann. Aber die Gelben sind... Die Roten sind auch überall. Egal, wo ich hinlaufe, da kommt auf jeden Fall so ein kleiner, nerviger Gelber angerannt. Ja, bei mir auch. Jetzt, Mann, ich möchte doch nur einmal in irgendeinen Reifen springen. Wie schwer ist es denn? Andere Seite, ne? Ich komme nicht durch. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie X-Probleme oder so. Oh Gott. Jetzt spring doch... Probleme. Ja, jetzt ohne Scheiß. Guck mal, ich kann nicht jetzt. Jetzt bin ich einmal durch den Reifen durchgekommen. Ey, das war ja ein Megadrama. Irgendwann schaffe ich das Spiel auch noch. Irgendwann kriege ich das Spiel auch noch hin. Es ist so knapp, ne? Komm, es ist so knapp. Nein, die haben so viele Reifen. Ja, ich... Jetzt wir brauchen zwei mehr Reifen. Einen. Oh mein Gott, es ist gerade unentschieden. Wir müssen unbedingt... Ja, okay. Guck mal, das... Ich habe den einen auf jeden Fall festgehalten. Der hat auf jeden Fall jetzt keinen Reifen bekommen. Das ist voll die 31er Aktion von mir gewesen. Nein, wir sind ausgeschieden. Das bringt dir nichts. Doch, weil dann hat der Gelbe den Reifen bekommen. Ja, zumindest zwei Runden. Wie viel? 81 Ruf. Oh mein Gott, ich brauche nur noch 49. Dann bin ich auch Level 13. Das ist doch nice. Türenlauf. Oh mein Gott, das wird lustig, Nick. Oh nein. Ich hoffe, ich bin nicht in der ersten Reihe. Das ist immer so lustig, wenn man dann irgendwie gegen die Tür klatscht und alle anderen rennen dann einfach an einem vorbei in einer anderen Tür. Wenn du der Letzte bist, dann bist du der Schnellste der ganzen Runde. Ja, aber nur kurz. Du hast ja nur ein paar Sekunden an so einen Boost. Jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott, da hat jemand den lila Dino. Den hätte ich tatsächlich mega gerne, den lila Dino. Ich hatte den tatsächlich leider noch nicht im Shop. Aber Einhorn ist auch süß, ne? Ich bin mega, mega knuffig. Jetzt bin ich gespannt. Nein, natürlich bin ich an der Tür. Aua! Hast du gesehen? Ich bin umgefallen wie so ein kleiner, nasser Sack. Alter! Ey! Der hat mich Die schubsen! Die schubsen alle. Das sind so kleine, ekelhafte, ey. Oh, ich habe mich jetzt nach vorne geboostet. Oh Gott. Oh Gott, wie sollen wir denn da durchkommen? Alter! Schnell lauf! Lauf, Einhörnchen! Ach, da hinten ist es. Lauf! Oh Gott, ich habe mich da so durchgepfriemelt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich habe mich durchgepfriemelt. Ja. Oh Gott, jetzt bin ich umgefallen wie schon wieder, wie ein nasser kleiner Sack. Ja, Nein. Lauf! Lauf! Ich glaube, ich schaff's. Ja, locker easy, hätte ich gesagt. Locker easy. Woohoo. Ich hätte gesagt, Top 50%, oder? Beste 20! Ich war der Beste, also der Erste. Krass. Dann bekommst du ja sogar noch mehr XP, ne? Das ist ja richtig, richtig cool. Okay, das lief auf jeden Fall schon mal richtig gut. Türen haben wir hiermit erfolgreich abgeschlossen. Danach, was kommt, ist meistens problematisch. Ah, wie wir gerade in dem Teamspiel reingeschissen haben, Alter. Das war legendär. Aber der Kreis schon wieder. Warum haben wir denn jetzt schon wieder den Kreis? Wir hätten doch jetzt auch mal was anderes bekommen können, oder? Ja, am Anfang immer Tor, dann Kreise, irgendeine dann Art Teamspiel und dann sind wir raus. Ja. Das ist, ich glaube, die akkurateste Beschreibung, was bei uns so abgeht, hätte ich gesagt. Ja. Dann geht's los. Hallo? Okay. Leckt ein bisschen. Okay, wir kriegen das hin. Wir haben es gerade hinbekommen, also bekommen wir es jetzt hoffentlich nochmal hin.
Bei der rechten Seite war einfach nur ich und so ein anderer Spike. Hey, da hat mich einer geschubst! Ich lass mich jetzt nach vorne katapultieren ein bisschen. Und ja, jetzt spring doch! Oh mein Gott, ich hab mich so nach vorne. Ja, ich bin, oh Gott, ich bin quasi jetzt mit dem. Ja, jetzt hat mich einer festgehalten. Oh Gott, ich hab den Leck des Todes gerade. Ja, okay. Hä? Ja, ich schaff es nicht. Ich kann mich nicht. Es geht nicht. Ich weiß nicht, warum. Bei mir. Das war jetzt gerade mega. Ja, ich werde ausscheiden, weil ich konnte mich jetzt nicht festhalten und nichts. Bei mir leckt es gerade. Ich weiß nicht warum. Hä? Also, ich konnte es auch nicht, aber bei mir hat es auch nicht geleckt. Ja, ich bin jetzt gerade letzter, weil ich habe jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, eine mega Verzögerung am Controller. Bei mir. Nee, ich konnte mich nicht. Weil es war nicht mein Problem. Mein Problem war, ich konnte mich nicht festhalten und nichts. Ich will durch die Mitte. Ich bin auf jeden Fall jetzt letzter, also das ist richtig toll. Nice. Oh mein Gott, lauf! Ich hab, oh Gott, ich hab, als ob ich das geschafft hab. Oh, da ist so ein kleiner Punchman. Aber das war der mega Struggle. Oh Gott, das war der mega krasse Struggle, ey, Alter. Wo bist du? Da, fast direkt neben mir, bisse. Wo bist du denn? Ich bin hier, Alter. Rollfeld, ja, nein! Wobei, die letzten Male habe ich das immer geschafft, ne? Ja, das ist mega easy, wenn du dir irgendwelche merkst. Zum Beispiel nicht so, also so in die Mitte und dann zwischen den Rollfelder einfach wechseln die ganze Zeit. Und wenn nichts kommt, dann die ganze Zeit weiter rennen. Ja, also ich versuche halt einfach irgendwie drauf zu bleiben und nicht bei, ja, siehst du, weil das Problem halt an dem Ganzen ist, die versuchen dich halt immer runter zu kicken, ne? Da der wollte mich jetzt auch schon wieder runterkicken, der kleine Ekelhafte. Und ja, die wollen mich halt nie runterkicken. Das, also mein größtes Problem sind tatsächlich andere Spieler bei dem Spiel, die dich quasi runterschmeißen wollen. Der wollte mich runterschmeißen. Ich sag's dir doch! Mich wollen andere Leute das nie runterschmeißen, Alter. Ja, genau. Solange, bis die dich runterschmeißen wollen. Seit wann schmeißen die denn einen runter? Ja, du hast die letzten Tage nicht gespielt, ne? Nee, ich hab zwei Tage nicht gespielt. Mhm, ja. Also, die sind jetzt alle so ekelhaft, tatsächlich. Ach so. Ja, gut jetzt zu wissen auch. Lasst mich doch in Ruhe! Nur noch drei ausscheiden. Um Gottes Willen. Das war eine knappe Geschichte. Ey, die schubsen mich alle. Die töten mich gleich. Ja, ich sag's dir doch, die sind alle. Ey! Lasst mich doch! Der hat mich fast geschubst. Ey! Ich weiß. Nein! Der schubst mich! Bist du ausgeschieden? Bist du ausgeschieden? Hallo? Nick? Nick ist weg. Ist Nick runtergefallen? Ich bin mir nicht sicher. Er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Nein! Nicht Nick! Das ist total traurig. Blockparty, nein! Schaust du mir zu? Mann, warum denn? Schaust du mir zu jetzt? Wenn ich schon tot bin. Ja, und ich kann das halt. Ach, ja, wobei, ich bin da schon mal durchgekommen. Das war im Livestream, Nick. Das war mega lustig. Da hatte ich 2 Minuten Timeout und da konnte ich mich quasi komplett. Ja, da hast du einfach ohne mich gespielt im Livestream. Ja. Guck mal, der sieht genauso aus wie du, der eine. Könnte man meinen, dass das auch du bist. Ey! Das sind lauter so kleine Ekelhafte, die halten dich fest und wollen dich runterschmeißen und solche Geschichten. Lasst mich, ich bin ein Einhorn. Ey! Ich bin unter Tierschutz. Die halten einen fest. Das sind richtige kleine Ekelhafte. Das ist, glaube ich, das Schwierigste ist, glaube ich, nicht die ganzen Sachen zu bestehen, sondern nicht zu sterben, weil irgendwelche kleinen Ekelhaften dich festhalten und runterschmeißen. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit tatsächlich bei dem Spiel. Da, jetzt hört halt auf, mich festzuhalten. Ich glaube, sie müssen. Ich glaube, die haben irgendwie so ein Stresssyndrom. Ja, die haben so einen Tick. Hört halt jetzt auf, mich zu schieben. Ach Gott, jetzt müssen wir noch springen. Geht doch jetzt weg von mir. Könnt ihr euch bitte einfach mal schleichen?
Schleicht die. Ja, ist doch echt so. Oh, noch guck mal. Um Gottes Willen. Es ist knapp. Doch nicht. Jetzt hat mich einer hingeschmissen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Jetzt, warum schubsen denn die alle so ekelhaft? Nein, 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 ich... Nein. Hä? Du warst in dem Teil. Okay. Hä, warum konnte ich denn nicht mehr aufstehen? Ich war sogar in die Fahrtrichtung eigentlich. Also ich wollte mich eigentlich sogar in die Fahrtrichtung drehen. Weil da kann man eigentlich nochmal aufstehen und sich eigentlich nochmal springen. Ging nur leider nicht. Sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, ob das gewollt ist oder ob das halt so sein muss. Schubst mich einer und dann ist mal raus. Ah, dafür bin ich Level 13! Wuhu! Da, als Nächstes bekommen wir wieder 1500 Kudos. Das ist doch nicht schlecht. Mega schade. Ich glaube, ich werde nie einen Sieg holen. Was habe ich denn eigentlich heute im Shop? Ich finde es richtig cool, dass jeder einen anderen Shop hat. Die finde ich ganz cool. Die Latte Macchiato Farbe. Die weiß ich noch nicht, ob ich mir die kaufen soll. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Soll ich die mir noch holen? Die ist heute bei mir im Shop. Die anderen Sachen gefallen mir jetzt nicht so. Der Roboter wird mir auch gut gefallen. Aber 8000 Kudos für etwas, das ich eh nie brauche, weil ich eh nie gewinnen werde, ist, denke ich, irgendwie rausgeschmissenes Geld. Dann hätte ich aber gesagt, war es das mit zwei kleinen Runden Fall Guys. Wir werden es auf jeden Fall auch wieder auf Twitch streamen unter twitch.tv/nickroll. Kommt sehr, sehr gerne vorbei. Macht die Benachrichtigung an, dass ihr eine Benachrichtigung kommt, wenn ich wieder stream. So rum ist es. Und lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und auch gerne ein kostenloses Abo, wenn ihr Bock habt. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus! Ciao!